Gut, dann werden wir hier uns mal ganz kurz die einfache Mission hoffentlich holen, die einfache Chimps-Medaille. Das sollte nicht allzu schwer sein, wenn wir hier wahnsinnig viele U-Boote setzen können. Hier ist eigentlich das Problem, dass wir... Hier müssen wir uns wahrscheinlich die U-Boote so ein bisschen rumplatzieren, um irgendein... um irgendeine Insel, damit wir einen Affen-Nachrichtendienst bauen können. Stille, diese Stille. Was soll ich aktivieren? Zylinder und Wacklaugen? Ich finde die Wacklaugen besser. Zylinder ist auch schön. Ich fände es cool, wenn man beides kombinieren könnte. Ich hoffe, das stellen die noch so ein, dass man beides kombinieren kann. Und die Mission sollte man einfach schaffen. Naja, die Map ist auch mega easy. Wenn ich das, also das sollte, ich kann mir übrigens das mit dem Korb, hat ja gar keiner geschrieben, das mal rausnehmen. Ausrufezeichen Projekte, Marco. Einfach mal in den Chat schreiben. Findest du eine Übersicht aller meiner Projekte. Da einfach mal suchen oder durchscrollen bis P. U-Boot mit Halt auf den Insel 230 Affendörfer oder halt 032 und mit Restgeld fahlst du welches hast, sowas wie Permastacheln. Ich hab keine Ahnung, was du da schreibst. Muss ich ehrlich sagen, I don't know, was du da schreibst. So, wir müssen unbedingt, da wir ja sowieso noch die Dings verbessern müssen. Achso, wir werden erstmal Luftsituationsfeuer, glaube ich, machen, ne? Weiß nicht, ob du von der Map redest, Marcel, oder von was anderem. Habe ich auch verschrieben, sorry, Kack-Auto-Korrektur. Das ist keine Begründung, Leute. Seid ihr einfach wirklich immer so braindead und schickt eure Nachrichten einfach ab, ohne nochmal drüber zu lesen? Das ist kein... Da braucht ihr euch nicht zu entschuldigen. Weil das ist nicht entschuldbar. Ihr belästigt andere Leute mit eurem geistigen Dünnschiss. Weil ihr nicht mal ein paar Sekunden investieren wollt, das zu lesen, was ihr schreiben wollt. ...3240 brauche ich insgesamt. Danke sehr. Bist du auch auf Twitch? Nee, nur auf YouTube. Angespielt geht nicht, doch. Antwortet die ganze Zeit das Stream in meinem Spot. Was du möchtest. So, damit haben wir das schon mal fertig. Sehr gut. Das heißt, bis Runde 40 sind wir safe. Na, das nicht. Wir werden hier mal ein bisschen weiter pushen. Ich mag Obis. Ah ja. Ich dachte, wirst du das machen? Wir werden jetzt die U-Boote spammen. Was wir noch machen könnten, wäre einfach ein Erzmagier. Können wir auch machen, hier hin. Der hat eine sehr, sehr gute Range. Aber erstmal werden wir U-Boote setzen. Ich gehe dann mal aus einem Grund. Okay, tschüss. Ich muss kacken. Nein, siehst du das denn etwa nicht? Musst du mal auf Live-Chat umschalten, Anna.
Nicht auf den Top-Chat. Ja, das ist übrigens der Grund, warum wir Häschen Hüpf vielleicht auf dem vorne hätten hinsetzen sollen. Aber da hätten wir woanders dann. Wer hätte das vielleicht nicht bis 190 geschafft? Also es war ja am Anfang eh schon schwierig gewesen. Vielleicht probieren wir es nochmal irgendwann. Wenn wir vorne die Zornrüden-Taktik hinsetzen, ist es vielleicht deutlich besser. Wobei, das ist egal, weil die Permastacheln hinten das nicht alles abhalten könnten. Schwierig, wirklich schwierig. Hab mir Zylinder für 50 gekauft und habe gedacht, man kann das mit Wacklaugen kombinieren. Leider nicht, ich habe mir auch beides gekauft, weil ich dachte, man kann es kombinieren. Haben wir beide leider unsere Pokale rausgehauen. Was machen die Affen heute noch so? Weißt du, ein bisschen rumchillen, Banane futtern. Bisschen abhängen. Also platziere auf die Insel einfach 230 oder 032 davon. Darum 204 U-Boote. Sonst kannst du noch zur Hilfe sowas wie Permastacheln nur zwei Firmen sein. Auf welche Insel? Redest du von der Map oder redest du von Häschen Hüpf? Du musst schon ein bisschen, bisschen präziser sagen, was du meinst. Oder meinst du die hier? Oder meinst du die hier? Oder meinst du die hier? Wie alt bist du? Ich bin 26. Da ist der Niklas. Wir haben halt schon mal Multiplayer gespielt, Evo. Schauen wir mal, ob wir danach noch eine Multiplayer machen. Hilft Heli 520? Wo? Bei Häschen Hüpf oder was? Ihr müsst aber bedenken, Leute. Ich hatte gerade nicht 150.000 Gold zur Verfügung. Ihr braucht jetzt also nicht sagen, ja, mit einem 005 Superaffen hätte es vielleicht funktioniert. Und was machen die Darkies heute noch so? Ich werde nach dem Stream was essen. Und dann werde ich wieder aufnehmen. Und zwar bin ich total süchtig nach My Time at Portia. Die Frage ist, hierhin? Wobei wir hier nicht allzu viel Platz haben, muss man sagen. Hier ist aber auch nicht so viel Platz. Und hier ist auch nicht so, also ist alles bescheuert. Ich wollte es aber hier hinsetzen. Hier ist gut. Weiß noch nicht, ob ich den dann falsch platziert habe, aber keine Ahnung. Schauen wir mal. Hast du Finze Burg schon auf Stimmung? Nee, noch nicht. Noch nicht. Aber es ist geplant, das nochmal zu schaffen. So, hier machen wir eh schon, das heißt bis 190 brauche ich eh keinen Dingensen. Na, das kann, brauchen wir auch tatsächlich gar nicht. Das heißt, ich kann jetzt ganz in Ruhe einfach mal meine U-Boot-Flotte aufbauen. Wir können überall angreifen, wunderbar. Wir können hier noch ein bisschen die Ranger hin, damit auch die U-Boote gleich da hinten angreifen können. Setz mal bitte ein 320-Boot. Ich bin hier in Chims, Hans-Jürgen. Ich kann hier nichts testen oder ich werde hier nichts testen. In Chims spiele ich grundsätzlich immer richtig. Ich werde von der Hüfte, du gerade was spielst. Ja, dann sag das doch. Und keine Sorge, ich, ja. Mach ich. Tagchen, weißes Rayquaza. Guten Morgen. Wofür ist der 0-0? Wofür der Affe? Vielleicht für ein gutes Aussehen. I don't know. So, die können hier auch nochmal hin. Schau deinen Stream, während ich aufräume. Nice. Ja, das mache ich auch mal öfters. Wenn ich aufräume, einfach laut Stream an. Und dann laufe ich hier in meiner Villa rum. Frage ist, brauchen wir überhaupt einen Magier? Wenn wir diese heftige U-Boot-Flotte haben? Eigentlich nicht, oder? Ich finde Teufelschimps eigentlich einfach als Dark Castle Chimps. Echt, ja? Wieso? Also ich finde, Dark Castle sollte wirklich gar nichts. Wir können es demnächst mal probieren. Vielleicht im nächsten Stream. Und nach dem Map, glaube ich, bin ich nicht mehr so viel Chimps zu haben heute. Wie viel kosten zwar Brennholz und ein WLAN-Kabel? Das WLAN-Kabel kostet heute 6,99 €. Wird doch über die Luft übertragen, ist kein Problem. Und das Brennholz, was zum Verleih steht,
Kostet, naja, 150 Euro die Tonne. Bei einem Anhänger. Ich glaube, das ist keine Tonne. Aber bitte wieder zurückbringen, ja? Jesse ist hier nur ein Verleih. Wenn ich hier noch den einen auf Sub-Commander mache, dann sollte das recht einfach werden. Kannst du bitte nach der Runde bitte ein Flugzeug setzen? Verstehe ich nicht. Du meinst Müllton, nicht Villa. Nein, nicht meine Villa. Mit ganz vielen Zimmern. Ich habe mal eine Frage. Ich habe das Spiel schon seit langem. Habe alle Affentürme zweimal freischaltet, aber habe sehr viel Affenwissen, habe trotzdem nicht so was wie unplatzbar geschafft. Dann üben, 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 Marcel. Guck dir meine Videos an. Üben, üben, üben. Kram finde ich einfach besser. Ich finde es schwieriger, finde ich. Wegen zwei Wegen. Und zwei getrennten Ausgängen und Eingängen. Die Asche wird wiederverwertet. Mhm. Hättest du es jetzt noch ohne H geschrieben, wäre ich super stolz auf dich. Wie lange spielst du schon Bloons? Seit Anfang 2015. 150 Euro, nämlich gleich zwei Lastwagen voll, bitte. Aber ist nur mit per Abholung, ne? Du musst abholen. Versand ist nicht inclusive. Versand wird nochmal 2000 Euro kosten. Also wenn du möchtest. Das Brennholzverleih pro Anhänger 150 und 2000 Euro Versandkosten. Hier oben haben wir auch Range, hier unten haben wir auch Range. Also eigentlich ist alles gut. Ich würde sagen, ich erstmal einen Subkommandant, den hier werde ich als Subkommander ernennen. Spielst du Minecraft? Ausrufezeichen Projekte. Ich habe ganz viel Minecraft schon gespielt auf meinem YouTube-Kanal. Könnt euch ganz, ganz viel angucken. Eine Frage, wie lange streamst du heute noch? Immer sagen, wenn ich Bock habe. Aber es ist ja schon 18.21 Uhr. Ich bin zwar gar nicht hungrig, weil ich mich einfach durchgefressen habe wegen des ganzen Streams. Aber morgen heißt es wieder früh aufstehen, um 9 Uhr oder so. Quasi mitten in der Nacht. Ich möchte ein Jahr 50 Kilogramm Brennholz mit Versand. Ein Jahr. Ich wusste gar nicht, dass man noch Zeit kaufen kann. Wie lange machst du schon YouTube? Seit September 2011. Zu U-Boot. Findest du es auch schlechter, dass das 030 U-Boot nur noch mit Top-Stonage mit ihrer Rakete über die ganze Map fahren kann? Ist auch logisch. So soll es ja auch eigentlich sein, ne? Da ich das 030 U-Boot aber super, super selten genutzt habe, weiß ich aktuell nicht, was ich davon halten soll. Wie läuft es eigentlich in deinem Studium, Ducky? Wir leider länger nicht mehr da. Ja, Kiri. Ja. Kannst mit den gleichen Taktiken wie in Chimps versuchen. Ich schaue noch die Runde zu Ende, dann bin ich weg. Okay, King. Da bin ich wieder. Willkommen zurück. Was gab's zu essen, Jones? Womit möchtest du uns neidisch machen? Ich liebe deine Videos, danke. Ich liebe sie auch. Also verständlich, ne? Sind halt die besten. So, was spielen wir gerade? Würzinseln. Ups. U-Boot, Flotte. So, einmal Sub-Commander und dann werden die einfach alle hier zerstört werden. Easy going. Jetzt werden die nicht mehr sonderlich weit kommen. Guckt euch diesen Damage auf einmal an. Das ist so heftig, ey. Die werden einfach alle komplett wieder zurückgedrückt. Wenn wir mal langsam auf den Affen-Nachrichtendienst gehen. Magst du Minecraft? Es kommt nur noch an, was für Minecraft. So richtige besondere Modpacks wie Attack of the B-Team war ganz cool. Ansonsten bin ich da aktuell nicht unbedingt Freund von. Käse und Wurstbrote. Mhm. Okay, jetzt nicht so geil. Schön, wie Kinder einfach so mit Leute beleidigen. Wie meinst du das? Hat jemand beleidigt? Ich habe einen schwarzen Rand und bin erst Level 82. Durch deine Videos und Streams bin ich sehr gut. Ja, freut mich, Tom. Sehr, sehr schön. Finde ich sehr gut.
Wir müssen uns einmal im Bereich des Affenlords bleiben und im Subcommander. Guckst du Anime? Ja. Lieblingsanime ist Sword Art Online, Attack on Titan, Death Note, Assassination Classroom, No Game No Life. Exzellente Top-Animes. 5 minus 5. Wie viele Spiele hast du schon gespielt? Was? Wie viel kostet einmal 50 Euro Brennholz Versand? 2050 Euro. Wo soll ich denn abholen? Ich komme gleich vorbei. Mein Essen gibt's nicht. Das ist meine. Ja, und wie gesagt, U-Boot-Taktik ist super, super stark. Es dürfte auch keiner durchkommen. Nicht mal, wahrscheinlich kommen die nicht mal bis zum Baum hier hinten. Weil die einfach alle zerschmolzen werden von den U-Booten. Bitte einen Applaus. Habe dein Kanal jetzt schon 5 Iduten gezeigt. Danke, danke. Oh, danke für den Applaus. Ich dachte, du wolltest Idioten schreiben. Dass du deine Freunde als Idioten bezeichnest. Ha! Kann mich nicht entscheiden, welchen Zombie-Skin ich nehmen soll. Mag beide. Ja, das ist schwierig. Ein Freund von mir ist schwerkrank wie Mobbing. Ja, das kann passieren, ne? Mobbing ist was Fieses. Gute Besserung an ihn. Guckt euch diesen Damage an, das ist so lächerlich. U-Boote sind viel zu stark in dem Spiel. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Ich sag's nur. Früher war ein Glitch, da konnte man endlich Geld haben, war die beste Zeit nur eine Map. Mhm. Kennst du den Anime-Film Prinzessin Mononoke? Einer meiner Lieblingsfilme. Nee, kenn ich noch nicht, aber würde ich mir mal angucken. Kann man bitte auch noch was anderes außer Brennholz und WLAN-Kabel kaufen? Also ich kann auch gut beleidigen. Kostet auch gar nicht so viel. 1,50 Euro pro Beleidigung. Und ich korrigiere gerne eine Rechtschreibung. Weil du immer wieder so miserabel bist. Das mach ich sogar kostenlos. Das ist einfach ein Service von meinem Laden, weißt du? Spielst du Spiele auf Handy, wenn ja welche? Grundsätzlich nein. Auf meinem Handy spiele ich nichts. Dafür ist mein Display zu klein. Dafür habe ich einen Rechner. Nö. Mag 1 zu 1 dieselben Animes, nice. Soll ich den Cypher BFB oder den High DDT kaufen? Mach den Cypher BFB. Weißt du noch, wo du erzählt hast, dass dein Bruder immer Römerbraten gegessen hat und irgendwann hat er keinen Bock mehr drauf? Das war lustig. Fandest du? Ey, guck dich an, wie viel Gold ich habe. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, ich kann keine U-Boote mehr setzen, oder? Doch, hier kann ich noch eins. Boah, ich habe mich fast verkauft. Eieiei. Komm schon. Hier vielleicht noch? Nee. Ich glaube, das war's. Ich kann keine U-Boote mehr in den Radius des Subcommanders setzen. Also, die zünden sich noch das Dings bekommen. Geh noch zu den Waffen mit. Ah, der kommt doch noch dahin, okay. Ich bin ziemlich weit gekommen. Zu den Waffen! Brauche ich nicht mal. Okay, easy going. Zu den Waffen! Benutzt du noch einen 040-Sub für den Bett? 040-Sub. Zur Seite mit dir! Weg! Wir werden zerschmolzen, die Gegner! Hier, siehst du? Guck dir das an! Ich werde jetzt einfach im Freispiel wahrscheinlich noch weitermachen. Also irgendwann mal. Wenn ich überhaupt weiterkomme. ja, da ist ein bisschen Stärke dahinter. Schimpansen im Free-Game. Nice.
Aber hier geht doch kaum noch Geld, sieht man, ne? Wie sind wir durch Max-Level? Ist ja nervig, ey. Ich wollte mich durch Max-Level machen. 50.000 Erfahrung brauchen wir doch. Ernsthaft?